herzlich willkommen zum 6.6.2021. Ab dem 7.6.2021 wird die sogenannte Pandemie, die wir jetzt auch schon sehr lange haben, seit März 2020, gelockert. Das bedeutet, jeder kann wieder einkaufen gehen und so weiter und so fort. Wann wir Mund- und Nasenschutz nicht mehr tragen müssen, wird sich zeigen. So, heute ist der 6.6. und ich möchte einfach mal Geschichte und in die Geschichte zurück. Über 70 Jahre springe ich jetzt zurück. Wir schreiben das Jahr 5.6.1944. Es rumste, es krachte und sie kamen. Sie kamen über die Normandie. Es war der längste Tag, die längste Nacht. Und es ging wirklich zur Sache. Und wir wurden alle sozusagen befreit. Wurden wir wirklich tatsächlich befreit? Solche Spielfilme, dass da jemand gesucht wird, wie ein Herrn Bryan, ja? Der Soldat James Ryan, der dann auch gefunden wurde und kaum einer überlebte. Das war Normandie 1944. So, dann gab es ihn wirklich tatsächlich den längsten Tag. Das war natürlich ein Wahnsinnsspielfilm, fast 3 Stunden lang mit Weltstars, die da zu sehen waren. Ja. So, zwischendurch ging es ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, die Brücke von Remagen. Ja, die Brücke von Remagen, auch da ging es zur Sache. Ne? Es wurde gekämpft. Und es wurde richtig gekämpft. So, jetzt ist das natürlich alles nur noch Vergangenheit. Warum mache ich so einen Videoclip? Ich mache so einen Videoclip, weil auch von der Brücke Arnheim, ja, die Brücke von Arnheim mit Weltstars uns nochmal dargeboten, wie die Welt befreit wurde. Und darum geht es mir. Ist die Welt wirklich befreit worden? Ist das wirklich lebenswert? Ja? So, es gibt natürlich Brotherhood, wo Brüder und wo die Geschichte so richtig aufgearbeitet wurde. Das hier soll auch wahr gewesen sein, dieser Goldtrupp. Ja, er ist mit Clint Eastwood und mit Telly Savalas und so weiter und so fort wirklich wunderbar in Szene gesetzt worden. Es ist ein super toller Film. An sich könnte ich jetzt einen Film-Videoclip machen über Filme, die reingehauen haben. Hier, gesprengte Ketten. Diese Figur kann man wirklich kaufen. Ich habe sogar das Motorrad schon gekauft. Das kann ich aber gar nicht mehr verkaufen, weil dieses Motorrad kostet richtig Geld als Modell. 1:32. So, das ist auch so ein Legendefilm. Bin ich noch niemals ausgepackt, weil an sich kenne ich ihn beide sogar. Steiner 1, Steiner 2. Diese Videos, die ich gerade in den Hand oder in, ja, die ich gerade gezeigt, sind ja zigmal verkauft worden. Aber na, dieses hier ist halt danach sozusagen. Dann ging es nämlich weiter. So, wir schreiben das Jahr 2021. Wir haben eine Pandemie. Heute am 6.6. bzw. 5.6. 6.6. wurden wir 1944 bis 1945 sozusagen befreit. So, der Mai war da, die Erinnerung der Befreiung war schon da, also Waffenstillstand, schön und gut. Und jetzt haben wir halt die Erinnerung an Normandie, was da so aufgelaufen. Jedes Jahr feiern die da, ob dies Jahr weiß ich nicht. Jedenfalls wie 75 Jahre gab es Gedächtnismünzen. Wir gedenken, sogar Frau Merkel war an der Normandie am Erzählen. Und ja, in 3 Jahren, wie gesagt, sind es dann 80 Jahre. Und dann in 20 Jahren ist es 100 Jahre. Ob meine Person 100 Jahre Erinnerung, ja, hat ja dann auch sein Alter. So. Genau 10 Jahre davor und ich, meiner einer 10 Jahre danach. So 10 Jahre danach geboren in einem Hall, einem Echo-Hall,
weil man ab den 60er Jahren in der Schule ja davon gesprochen. So. Man hat uns Filme gezeigt, man hat uns auch einen Legendenfilm, also eine richtige Legende gezeigt, die Brücke. So. Und man hat uns natürlich auch die Sieger gezeigt unter Winchester 73. Worauf will ich hinaus? Also, jeder von uns ist eine befreite Person. Ja, wir sind alle frei. Wenn wir mal ehrlich sind, wir können alles Mögliche machen. So, jetzt, wo wir eine Art Pandemie haben, jetzt, wo wir ein Krankheitsbild haben, jetzt, wo wir eingeschränkt wurden, sollte doch jedem klar geworden sein, hier stimmt was nicht. So. Wir hatten ja jetzt auch ein bisschen Unwetter, ja? Vom 4. Juni bis zum 6. Juni. Jeder von euch hat irgendwo, wo er wohnt, Hagel abbekommen, starken Regen abbekommen und auch Gewitter. Und bis Donnerstag, den 13., bleibt es. Ja, es bleibt also, das Wetter bleibt so. Und deswegen kam ich jetzt auf dieses Video und ich kam auch da drauf, stopp mal, da war doch was. Also vor weit über 70 Jahren hatten wir dieselben Situationen an Wetter. Es war Wetter und es war wetterbedingt. So, trotz des Wetters, ja, sind sie dann doch gekommen am 5.6. Und es war der längste Tag. Und sie haben an der Omaha Beach es geschafft und sind dann eingedrungen und haben dann aufgeräumt. 12 lange Monate sozusagen, noch nicht ganz, aber bis zum, ja, ist ja, 11 Monate haben sie gebraucht, bis Mai 45. So, und dann war Ende. Ein ganzes Jahr haben sie sich durchgewühlt, die Kesselschlacht nachher in der Ardennen noch einmal, hätten sie beinahe verloren, aber Gott sei Dank gewonnen, Gott sei Dank. Naja, jetzt haben wir Pandemie, jetzt haben wir Einschränkungen, wir werden bevormundet. Und warum habe ich jetzt dieses Video gemacht und warum habe ich unbedingt den 6.6. gewählt? Ganz einfach. Mir persönlich fällt auf, dass hier absolut etwas nicht stimmt. Und zwar stimmt es mit der heutigen Gesellschaft, mit der heutigen Geschichte etwas nicht. So, nach so einem fast 5 Jahre Krieg, 5 Jahre Krieg mit sehr vielen Verstorbenen, sehr viel Leid, kam dann plötzlich die gute Zeit. Und es wurde aufgeräumt, es wurde erstellt, es wurde neu. So, und alle hatten danach Gutes, weniger oder viel. Ergo, wenn man heute am 6.6. im Jahr 2021 genau sich das ansieht, über 70 Jahre, haben doch viele jetzt, hier und heute doch sehr viel Geld und haben Träume, die sie sich erfüllt haben. Und eins haben sie vielleicht nicht, Macht. So, jeder haut natürlich auf die Rothschilds, weil die 164 Banken haben. Jeder haut da auf diesen Klaus Schulz oder wie der da heißt, der da seinen Satanismus. Ja. So wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist, dass wir über 700 Politiker haben, die hier machen, was sie wollen. Weil Wohlstand, ja. Weil es uns allen gut geht. Keinen von euch geht es schlecht. Keiner muss in irgendeinem Schützengraben. Ja? Ich hätte jetzt auch auf den Ersten Weltkrieg springen können, der über 100 Jahre zu Ende ist und der erst kurz im Jahre nach 2000 bezahlt. Die Reparaturleistung des Ersten Weltkrieges war dann und der Zweite Weltkrieg, ja, der wie gesagt am 6.6. gewendet wurde, damit er endlich ein Jahr später zu Ende war. Und dann noch im Mai. So, in 11 Monaten sozusagen haben die Alliierten 5 lange Jahre einen bösen Krieg, einen Weltkrieg, einen Brand regelrecht. Aber das muss jeder wirklich tatsächlich mal bemerken. Es war zwar der große weltliche Krieg zu Ende und Japan ist mit Atombomben befriedet worden und jeder kennt die Geschichte. Jeder kennt die Geschichte um das Ganze. Lustig war das alles nicht. Ich meine, ich finde das hochgradig interessant, wie ihr alle lebt. Und ich finde es auch hochgradig interessant, wie ihr alle mit
der neuartigen Technik umgeht. Und ich finde es hochgradig interessant, wie ihr doch die gesamte Geschichte ein bisschen verfälscht. Ihr verfälscht das alles. Ihr macht das alles zum Guten für euch. Ich finde es super toll. Ich finde es auch super toll, wenn 20-Jährige mir erklären wollen, wie man reich wird. Und ich finde es super toll, wenn 30-Jährige mir zeigen, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Ich finde das hochgradig interessant. Und keiner von euch, 20 Jahre alt, 30 Jahre alt, hat jemals wirklich tatsächlich den Hauch von diesem Ganzen hier. Ja? Wenn man 10 Jahre nach diesem Ganzen hier, 10 Jahre nach diesem Ganzen, wo wirklich tatsächlich es zur Sache ging, wo wirklich tatsächlich die ganze Welt in einem sogenannten Brand war. Ja? Man wusste gar nicht, ob man morgen noch da war. Ja? Es war alles schön und gut. Es macht ja auch Riesenspaß, Schauspieler bei so etwas zu sehen. Also gestern haben wir über diesen Film hier ein bisschen philosophiert, weil die Kameraführung war doch schon ein bisschen... Ne? So, die Inhalte von Filmen können wir darüber diskutieren. Aber eins kann man nicht diskutieren. Keiner von uns kann darüber diskutieren. Weil dieser Planet Erde uns nicht gehört. Ich finde es hochgradig interessant. Über 70 Jahre, wir haben dieselbe Wetter wie am D-Day. Und keiner bemerkt es. Es war, wie gesagt, genau so eine Wetterlage wie vor über 70 Jahren. Ich kann es ja mal aufrunden, vor 80 Jahren, weil es immer dasselbe Wetter. Man hat einen Zyklus, alle 75 Jahre, 80 Jahre, ist irgendwie immer dasselbe. Also es ist schon ein Zyklus, ist klar. Der Planet rotiert, hat eine Rotation. So, wenn man uns jetzt sagt, und ich habe es selbst gemerkt, weil ich habe elektronische Uhr, also Zeit, und die wird elektronisch eingestellt auf die Rotation der Erde. So, und ich habe schon gemerkt, hier stimmt was nicht, weil sonst geht die Uhr, bis sie steht, und dann ist alles wieder in Ordnung. Die Atomuhr, und die hört gar nicht auf. Jeden Tag dieses Jahres gegen 12 Uhr ratterte die los. Ja, und bis dann irgendwann mal im Netz zu lesen war, irgendwas stimmt mit der Erde nicht. Die Ingenieure und so weiter und so fort und die Wissenschaftler kommen nicht klar, weil die Rotation der Erde doch ein bisschen anders ist wie sonst. Woran es liegt, weiß keiner, aber ist halt so. Dieser Planet Erde fliegt in seiner Ellipse durchs Weltall und auch der Mond, der als Trabant zur Erde gehört, entfernt sich ein bisschen. So, es sind immer nur Millimeter oder Zentimeter, aber trotzdem, ihr seht, was da passiert. So, vor 70 Jahren war dasselbe Wetter wie jetzt. Vor 70 Jahren wurden wir auch befreit oder angegriffen. Das kann jeder selbst beurteilen. Jetzt wurden wir angegriffen durch eine Art Pandemie. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Real reagieren sollen. Virtuell kann ich alles Mögliche von mir geben, will ich aber nicht. Real betrachtet jeden Tag anhand von Menschen, die viel kranker sind als mit der Pandemie. Sie leben am Rande des Todes durch Krebs. Ich habe sehr viele an Krebs verloren. Sagen wir mal so, ich habe alle Menschen an Krebs verloren, die mir sehr wichtig waren. Und auch jetzt gerade eben, deswegen kam ich auf dieses Video, deswegen kam ich auch auf dieses Thema 6.6. und ich habe gerade wieder mit einem gesprochen, der wenigstens etwas hinterlassen möchte an seinen Sohn. Und er möchte es so hinterlassen, dass kein anderer ihm, dem Sohn, etwas wegnimmt. Und wenn man so drüber nachdenkt, müssen wir Danke sagen. Wir müssen wirklich Danke sagen für diese ganzen Menschen, die 1944 über die Normandie gekommen, um uns alle zu befreien. So, wenn wir ganz ehrlich sind, von 45 bis 2001 haben wir eine Zeit gehabt, wo wir hier gespalten, DDR, BRD, und woanders Kriege waren. Ja, 46, also wie gesagt, in Japan ging es ja noch weiter. Ja. So, hier war Feierabend, Friede und jeder hat sich darum gekümmert, um aufzubauen, um Wege zu finden. Und in Japan ging es weiter, bis die dann auf die Wege und weiter. So,
Dann ging es in Korea weiter, 56. In den Philippinen da unten in der Richtung ging es weiter. Dann ging es in den 60er Jahren weiter. Und es rumste an der Schweinebucht 1966. Dann ging es da weiter mit Kuba und das Ganze. Ja, und dann ging es in den 70ern weiter in Vietnam und so weiter und so fort. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ab 80 bis 2000, gerade mal knappe 20 Jahre, war doch ein bisschen ruhig. So, ein bisschen ruhig. Aber hier auch war ja ein Umschwung ab 89 durch die DDR, die jetzt zu uns gehört. Und so weiter. Sind aber bis heute noch nicht angekommen. Die denken immer noch im sozialen Zyklus. So, wir schreiben jetzt das Jahr. 6.6.2021. Und wer wirklich tatsächlich sich mal zurücklehnt und in die Geschichte ein und sich die Geschichten anschaut, von mir aus 1921 bis 2021. So von 1900 bis 1921, in diesen 21 Jahren, was da alles geschehen ist. Der Mord an den Zaren, der Krieg, der erste. Dann die Zwischenzeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Ja? Also immer so 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre und dann klatsch, klatsch, klatsch. Wer wirklich tatsächlich das Ganze normalisiert sieht und das ganze Leben um sich herum normal betrachtet, kommt auf einen Nenner. Hier stimmt etwas nicht. Auf der Seite wird immer alles mehr. Und die haben so viel Geld, ob Microsoft, Bill Gates und was weiß ich nicht alles, ob das dieser Klaus Dingsbums ist mit seiner Satanismus-Geschichte da oder was weiß ich, jedenfalls hier ist ganz viel Geld, ganz, ganz, ganz viel Geld. Und hier ist natürlich Luxus. Boah, Luxus, Wahnsinnsluxus. Ich habe mir heute Wahnsinnsautos angesehen, Häuser angesehen und. In dieser Welt ist natürlich alles wunderschön. Wunderschön, aber die Menschen, geht es den Menschen genauso gut wie hier in den Slums und da, wo es nicht so, da, wo das Gefälle ist. Hm? So. Wenn dieses Gefälle komisch wird, wenn wir zu viele Alte haben, wenn wir zu viele neue sozial Schwache haben, die richtig fett, also die hier kosten richtig Geld, das kostet richtig Geld. Ja? Die Alten kosten Geld, die noch nie gearbeitet haben, kosten Geld, das kostet alles Geld. So. Und wir, die Neutralen, die in der Mitte sind. Ich kann mich jetzt entscheiden, ganz reich zu werden, da muss ich halt gewisse Sachen machen, um das zu erreichen. Und das geht schneller, eben nicht. Oder ich entscheide mich auch zu den Armen, einfach abrutschen, und dann ist man drin, das geht schnell. Oh, das geht schnell. Ja, einfach nur jetzt entscheiden, du kannst mich mal den dicken Finger zeigen und dann bist du weg. So. Und das Schlimme ist, wenn du auf dieser Seite bist, wo es richtig runtergeht in diesem Slum und alles, kommst du da wirklich nicht mehr hin. Also wenn du hier in der Mitte bist, musst du leiden. Alle, die in der Mitte sind, leiden. Deswegen sagt man ja auch Mittelstand. So, der bröckelt ein bisschen, man greift diesen Mittelstand an. Mit dieser größten Lüge, die jemals geboren wurde, mit einem Planspiel Covid-19. Corona. Natürlich gibt es Krankheiten, aber Krebs ist doch viel schlimmer. Ja? Und alle anderen Krankheiten sind viel, viel schlimmer wie so ein Schnuppen. Ja? Ist so. Ist. Ja? So, ich habe mir angesehen, wie Kinder gequält werden. Und ich mache heute dieses Video am 6.6.2021, weil ab 7.6. jeder gequält werden kann. Er kann sich zigmal impfen lassen, bis er tot umfällt. Kinder werden ständig traktiert. Kinder ab 12 können selbstständig sich impfen lassen, ohne dass die Eltern das wissen. So, ab morgen, dem 7.6., wird dieses wieder, wie dieser Angriff, ja, 5.6.6. vor weit über 77 Jahren, also fast vor 80 Jahren, hat es gerumst und gekesselt. So, und jetzt auf einmal haben wir wieder so eine Art D-Day, nur diesmal ein Covid-D-Day, wo es um Sachen geht, wo man sich fragt, Kinder, Jugendliche ab 12 entscheiden sich für irgendeine Impfung und versterben dran. Muss nicht sein, aber was ist, wenn doch? So, und die Eltern, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe zum ersten Mal nicht, also für mich ist wirklich heute der 6.6., für mich ist heute wirklich ein echter D-Day, ein Tag, wo ich mir
wirklich keine, also Sorgen mache ich mir keine, ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. Das dürft ihr ja auch. Aber wenn ich mir solche Sachen anschaue, ich meine, ich habe gar keine Lust mehr. Ich hab damit angefangen, habe mir die beiden angesehen, ja. Ich habe mir Monolog, Dialog, Prolog und ich habe mir auch die Sachen, besonders in diesem Fall hier, wurde ja ein Deutscher freigelassen, obwohl die anderen ziemlich sauer drüber waren, wie der. Ist egal. Wer den Film kennt, weiß, worauf ich hin möchte. Das ist die Szene, wo die zum Radar und dieses Radar zerstört haben. So. Und dieser eine Deutsche da nachher doch alle dann. Und dann ist er ja doch erschossen worden. Aber egal. Man kann moralisch, also in einem waschechten Krieg, kann man nicht moralisch sein. Das geht gar nicht. Man muss handeln. Und diese Handlung muss man vollziehen. Und dieser Vollzug muss leider dann auch vergolten sein. Ist so. Zögern geht nicht im Krieg. Punkt, fertig, aus. So, aber jetzt hier habe ich mir wirklich tatsächlich alles angesehen. Ich habe mir die Crew angesehen, die gegen Corona. Und warum mache ich heute auch dieses Video? Weil heute der 6.6. ist und in Thüringen wird gewählt. Heute Abend um 18 Uhr wissen wir mehr. Und am 7.6.2021 sehen wir ja, wer da gewonnen und wie es dann da abgeht. 4 lange Jahre. So. Und nach diesen 4 langen Jahren ist dieser Tag über 80 Jahre alt. Der D-Day. Dann. Und dann kann man wieder so ein Resümee ziehen. Ich ziehe jedes Jahr ein Resümee, gucke mir das kurz an und denke mir etwas dabei. Aber dieses Mal habe ich vor offener, verlaufender Kamera gesessen, habe über den 6.6. mal drüber nachgedacht. Den 5.6. bis zum 7.6. diese 3 Tage. Ja, es war immer, aber dieser hat ab 44 halt Sprengstoff, das Ganze. Und ohne Omaha Beach, ohne da eingefallen zu sein und die gesamten Fehler, die da getrieben wurden. Also mir persönlich ist es vollkommen egal. Ja, es ist geschehen, es ist vorbei. Und zurückspringen und alles anders machen. Wir sind eine Truppe von Denkenden, wir sind eine Truppe von Ü60, Ü70 und ja, wir schauen uns dann gegenseitig an und sagen, jo, da war was. Und hätten wir das haben wollen? Weiß nicht. Wir waren ja danach. So, ich habe natürlich welche, die 45 geboren und sozusagen den Aufbau als Jugendliche noch in Erinnerung. Sie haben also keinen Krieg. So, die den Krieg wirklich tatsächlich mitgemacht haben. Oma, Opa und Familie, Vater, Mutter, die leben jetzt nicht mehr. Aber wir haben in den Jahren zuvor in diesen wirklich hin und wieder mal drüber gesprochen. Wir haben uns auch solche Filme angesehen. Wir haben uns auch über die Schauspieler, die dort zu sehen waren, unterhalten. Wir haben uns auch mit diesen Schauspielern, weil ich ja aus diesem Beruf komme, Medienberuf, hatte ich das große Glück, mal einen zu treffen. Gut, die haben solche Filme nicht gedreht. Gustav Knuth zum Beispiel, wüsste ich nicht, ob der einen Kriegsfilm gedreht hat, weiß ich nicht. Und diverse andere, die hier nebenan gewohnt haben. Ja, Heinz Drache zum Beispiel. Heinz Drache, den musste man immer grüßen, dann hat er sich gefreut, das war halt so. Ja. Und Hans-Joachim Felmy, kurz bei Tatort, das hat auch schon Spaß gemacht. Man hat mit solchen Personen, wenn man hoch großes, wirklich Glück hatte, 10 Minuten gesprochen oder 5 Minuten, ja. Weil richtig, so richtig gesessen, nebeneinander oder so, hat nie stattgefunden, außer bei einigen. Ja, Hildegard Knef, okay. Hildegard Knef, die war eingeladen und da war das ein bisschen länger, aber das war bei einer Firma, nicht privat. So privat gab es nicht. Privat gab es höchstens am Set mal eine Kurzunterhaltung, wenn eine Szene eingerichtet wurde, wenn eine Lampe eingerichtet wurde, wenn die Triangel oder die Kamera da mal eben geguckt wurde, ob die alles in Ordnung ist, ob Strom drauf und so. Mehr nicht. So, das sind wertvolle 5 bis 10 Minuten im Leben. Wertvolle 5 bis 10 Minuten im Leben. Deswegen spricht man ja auch davon, die glorreichen 15 Minuten, die an
irgendetwas hängt, wo du dran teilhaben durftest, deine persönlichen 15 Minuten, die dir gehören, die dir keiner nehmen kann, weil in diesen wertvollen 15 Minuten du der Held oder du der Verlierer oder du an etwas teilhaben durftest, was andere nicht hatten. So, jetzt kommt der Abschluss. Jetzt mache ich auch mal den fetten Abschluss des D-Days. Ja, D-Day, Peng Peng, Bum Bum. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo jeder selber seine glorreichen 15 Minuten generieren kann per Videoclip, bei YouTube etc. und pp. Aber jetzt, hier und heute, haben wir doch wirklich tatsächlich ein gewaltiges Problem. Wir leben im Überfluss. Diese Herrschaften hier, die richtig Geld haben, die richtig, nicht nur die Rothschilds, sondern, ja, also hier diese geballte finanzielle Macht. Ich habe auch gestern, deswegen mache ich das Video, nochmal einen Beitrag gesehen, wie uns die D-Mark genommen wurde. So, und deswegen komme ich auf den D-Day. Und deswegen komme ich auch auf den Tag 6.6. So, Deutschland, dieses Deutschland, hat zweimal einen Krieg verursacht, das ist richtig. Und wenn ich bedenke, haben wir jetzt den dritten Weltkrieg, auch hier in Deutschland, eine Art Pandemie. Es ist auch mal wieder so eine Art Kriegszustand. Bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Und solche Sachen. Wir schweben alle im Zyklus Geld. Geld, 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 Geld. Du hast Geld oder hast kein Geld. Und wir haben immer zwei Fronten. Vollgeld, gar kein Geld. Und wir mittendrin, wir können uns entscheiden, mal schauen. So, oder wir können halt einfach nur verschwinden. Geld, schön und gut. Aber dieses hier, jetzt kommt's nämlich. Dieser Geist hier hat nämlich keine Macht. Ja, viel Geld, aber keine Macht. So. Jetzt aber wollen die Macht haben. Deswegen haben sie da ein Virus. Mit diesem Virus wird gedanklich die Leute so dermaßen wie Frösche im Teich erhitzt, bis die platzen, bis die durcheinander, bis die überhaupt denken, ist dieses hier, die Armut, gewachsen, verwachsen und niedergegangen. Das will man. Man will die Armut senken. Man will weniger Armut haben. Also diese hier haben kein Interesse, sozial zu sein. Ja? Die haben überhaupt kein Interesse, sozial zu sein. Wenn ein Herr Bill Gates, ich gönne es ihm, ein milliardenteures Objekt kauft, wenn er sich scheiden lässt, jeder kriegt 75 Milliarden, die Frau kriegt 75, er hat 75 Milliarden, dann haben sie ihre Foundations und was weiß ich nicht alles. Ja, ist halt so. So, die Rothschilds, die haben knapp eine Billion und mit dieser Billion geteilt durch 164 Banken haben sie es nicht bar Cash. Es fluktiert, es ist auf dem Weg. So, viel Geld ist auf dem Weg und jeder, der dann Tausende einzahlt, sind die Tausende weg. Und 1 Euro kriegt er vielleicht gut geschrieben, das war's. Ja, Negativzinsen haben wir jetzt, wir haben dieses, wir haben jenes, wir haben das. Das darfst du nicht, dies darfst du nicht, schon mal gemerkt. An sich sind wir in einem Kriegszustand, weil du gar nicht mehr machen darfst, was du gerne machen möchtest. Und weil du nicht mehr machen darfst, was du gerne möchtest, ist das ein Kriegszustand. Deswegen, weil wir von 45 bis 2000 tun lassen durften, was wir wollten. Ist doch so, sei doch mal ehrlich. Ja? Von 1960 sowieso. 60 bis 70 war alles Mögliche. Ja? 70 bis 90, da ging es richtig zur Sache. Ja? Und ab 2000, das ist ein einziges Jahr, merkte man richtig, wow, da war wirklich 2000 bis 2001, 12 lange Monate, war richtig was los. So. Und was ich gerade gesagt habe, das war auch in den 70ern, wo gesagt wurde, meine lieben Freunde, ihr müsst euch von der D-Mark bald verabschieden, weil wir machen da was Neues. So. Und das wurde ja vollzogen, 2-2. Und seitdem dümpeln wir mit dem Euro rum. Unsere Mark war hart. Diese deutsche Mark war hart. Das war ein Knüppelding. Damit konntest du wirklich tatsächlich etwas reißen. Und wir haben damit was gerissen. Wir haben wirklich tatsächlich etwas auf den Weg gebracht.
So, jetzt beende ich dieses Video und erkläre euch, der 6.6.2021 mit der Wahl in Thüringen und der 7.6.2021 mit der Öffnung der Impfung. Jeder kann sich verimpfen lassen, wenn er möchte, sogar Kinder ab 12. So, und wenn man wirklich mal zurückspringt, 100 Jahre zurückspringt, was da an sich los war. Und wer 200 Jahre zurückspringt und mal drüber nachdenkt, was da los war, sollte sich jetzt klar machen mit dieser allerneuesten Technik, mit der Digitaltechnik. Jeden Tag wirst du beworben, dass du digital werden sollst. Du sollst digital einen Arzt aufsuchen. Du sollst digital deine Steuererklärung machen. Du sollst digital Homeoffice machen. Digital. Alleine, zu Hause, vor laufender Kamera, vor einem Monitor sollst du leben. Denk mal drüber nach, ob das nicht ein D-Day wert wäre. Ein D-Day von Gedanken, ein D-Day von deinen Synapsen. Mal drüber nachgedacht, ob wir nicht wirklich tatsächlich mal ein D-Day brauchen.